gehe auf eine Bühne gespannt wie ein Sportler, der auf den Platz bald geht, aber ich freue mich auf den Abend. Ich sage die Leute am Anfang, ich bin wahrscheinlich der Älteste im Saal und jetzt geht's los. Es ist Samstagnacht und hier ist für euch Mr. Howard Carpendale. Howard Carpendale. Seit 50 Jahren ein Megastar auf der Bühne. Er hat aber auch bedrohliche Tiefen erlebt. Ein unglaublicher Nichts, in dem man da fällt. Das ist unvorstellbar. Mein Ziel ist es, die Menschen durch viele verschiedene Gefühle mitzunehmen. Die müssen Begeisterung zeigen, tanzen. Die müssen ein bisschen mal ab und zu eine Träne wegwischen. Lebenslänglich möchte ich bei dir sein. Howard Carpendales Karriere ist ein Spiegel der Zeit und der Musikstile. Vom Schnulzensänger der 70er bis heute zum großen Entertainer. Was diesen Lieder für Menschen in gewissen Lebenssituationen bedeuten, ist unfassbar. Gute Poplieder handeln immer von den dramatischen Themen des Lebens. Und Howard Carpendale hat unserem Publikum hier viele schöne Lieder geschenkt. Weiß ich nicht. Thank you. Howard Carpendale wird in Durban, Südafrika, geboren. Er wächst noch zur Zeit der Apartheid auf. Sein Vater ist Kaufmann und Politiker. Die Mutter arbeitet in der Exportfirma mit. Es war ein ziemlich einsame Kindheit. Meine Eltern haben beide aus der Not beide gearbeitet. Und die habe ich fast den ganzen Tag gar nicht gesehen. Und lernte ein bisschen mit mir selbst klarzukommen. Und mit 12 war ich ca. 1,82, 1,83 groß und wurde dann plötzlich im Sport der King. Also man gab mir den Ball und ich rannte durch die ganze Mannschaft in Rugby. Ich habe die Schule geliebt, weil die Schule war ein paar Stunden richtig acken, aber dann hat man uns freigelassen, um Sport zu spielen, Schulen gegeneinander. Mein Vater war ein Sportfanatiker, der wollte unbedingt einen kleinen Sportler haben. Sport und Musik, die großen Leidenschaften von Carpendale. Mit seiner Band tritt der Teenager in Hotels und Clubs von Durban auf. Mit 16 nimmt er seine erste Platte auf. Sein größtes Idol? Elvis Presley. Ich habe die Musik geliebt, aber ich habe mich nie als ein Musiker gesehen. Ich war der Mensch, der vorne stand und mit seiner Personality gearbeitet hat. Die Lebensbereiche von Schwarzen und Weißen sind während der Apartheid strikt getrennt. Es gibt sogar separate Strandabschnitte. War das normal? Ja, für uns schon. Alle mit ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Was wir da gemacht haben, war absolut falsch. 1963. Carpendale haut ab aus Südafrika. Er will ins Zentrum der Popmusik. Dorthin, wo die Beatles und die Stones herkommen. Ins Swinging London. Wo ich den Mut hier hatte, irgendwann mit 18 aus der Uni zu kommen, mit meiner ganzen Büsche, die auf dem Tisch meiner Vater zu liegen und zu sagen, ich gehe nach England. Mit 18 wundert mich heute noch. London hat 24 Stunden gelebt. Ich bin manchmal um 5 Uhr morgens ins Bett gegangen und um 2 Uhr aufgestanden, habe einfach die Londoner Atmosphäre mitgenommen. Die Globalisierung war schon da. Verrückte Kleidung, Carnaby Street, die Buckingham Palace, die Königin und dann diese verrückte Gruppe von Menschen. Ist damals, da tanzte der Bär, wirklich. Carpendale taucht ein in eine bunte, multikulturelle Gesellschaft.
Das ist für ihn ein richtiger Kulturschock. Mein Vater hat mir, glaube ich, 60 D-Mark im Monat gegeben, um da zu leben. Wenn man Miete zahlte und alles, das war schon knapp. Ja, habe ich rumgehangen und in diesen englischen Zähne ein bisschen gelebt. Ich habe da gegenüber im Keller gewohnt. Ich glaube, es war diese. Und wenn die Sonne schien, habe ich mir wie alle Engländer mal einfach ein bisschen hingesetzt und guck, was so alles an mir vorbeigeht. Er zieht durch die Londoner Clubs und hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Ich habe meine Firma, mein Vater war, ich weiß nicht genau, wie der Ort hieß, aber es war auf jeden Fall mehrere Underground-Züge, die ich brauchte, um da hinzukommen. Und da habe ich ein bisschen so getan, als ob ich mein Arbeitserlaubnispflicht erfülle. Aber in der Hoffnung immer wieder, dass da irgendwas Neues auf mich zukommen würde, ob es von Seite der Musik war. Aber in Ealing Cricket Club habe ich immer gespielt und da hatte ich die Hoffnung, dass ich vielleicht so viel Erfolg habe, dass ich im Cricketsport weiterkomme. Ich habe ein paar sehr schöne Jahre hier gebracht und Matches da in der Mitte dieses Platzes gespielt. An irgendeinem Tag habe ich, glaube ich, 30 Cent für eine Melody Maker ausgegeben. Melody Maker ist damals der Musikzeitung in England gewesen. Und da habe ich gelesen, dass eine Band sucht einen Sänger. Und bei dieser Band, da habe ich angerufen und festgestellt, es ist kein Band, sondern eine Frau. Und die spielte Bass. Und da haben wir uns verabredet und irgendwann haben wir uns dann einen Gitarrist gesucht und einen Keyboarder und haben da geprobt. Und auch da, so wie der Zufall es will, kam unser Manager von diesem Band in unser Proberaum und fragte, ob wir Lust hatten, nach Düsseldorf zu gehen. Wenn diese 30 Cent nicht gewesen wäre, wäre mein Leben sehr anders gewesen. Doch nach ein paar Auftritten trennt er sich von der Band. In Köln will er sich bei einer Plattenfirma vorstellen. Und dann kam ein etwas schlaksiger junger Mann, erzählte mir, dass er mit einer englischen Musikband in Deutschland war und da Schiffbruch erlitten hat. Hat sich übrigens herausgestellt, er hatte die Nacht vorher auf einer Parkbank übernachtet. Ich hatte kein Geld. Mein Tagesessration war ein Brötchen geschmiert mit Erdnüsse, die ich klein gedrückt habe, sodass es ein bisschen wie der Erdnussbutter geschmeckt hat. Und hat mir eine Platte auf den Tisch gelegt, eine Singleplatte, ein bisschen zerkratzt schon, mit einem südafrikanischen Titel. Er sagt, das war ein Hit, den ich gemacht habe. Versuch du mal, meine große Firma vor der Tür zu stehen und zum Pförtner sagen, ich will zum Chef. Da kommst du nicht weit. Ich bin da reingekommen. Und der Typ gefiel mir, vor allen Dingen, weil er sich durchgesetzt hat. Und der Song gefiel mir. Carpendale bekommt einen Vertrag. Seine ersten Platten sind erfolgversprechend. Ich hatte 3, 4 mittelmäßige große Hits. Und irgendwann kam diese Frage von meiner Plattenfirma, ob ich bei dem Deutschen Schlagerfestival mitmachen würde. Ich weiß noch genau, dass er auf der Bühne wahnsinnig beweglich war und keine einzige Strähne seiner Frisur bewegte sich. Also das war wirklich wie so ein Helm. Mir war völlig klar, diese Nummer gewinnt. Carpendale verlässt die Bühne als Sieger und erhält einen Millionenvertrag. Das Ding war ein Riesenerfolg. Das schöne Mädchen von Seite 1 hat auch Howard Carpendale eigentlich in der Branche richtig ein Entree verschafft, mit dem ihm andere künstlerische Schritte eigentlich gar nicht möglich gewesen wären. Da bin ich schon ein bisschen ausgeflippt. Alle Fernsehshows waren zu klein für mich und ich habe mir einen super Sportwagen geholt und dachte, jetzt erobere ich die ganze Welt. Und da habe ich sehr schnell lernen müssen, so geht es nicht. Ich stand in der Disco, ich war damals
ziemlich attraktiv und ich stand da und er kam mit einem südafrikanischen Freund, kleiner Großkotz, ja, und ist dann, hat zum Freund gesagt, die hole ich mir mal eben, die heirate ich. Technisch rote Rosen schenken und tief in blaue Augen sehen. Und ich habe ihn schon erkannt, schöne Mädchen, das wusste ich jetzt auch aus dem Fernsehen, aber ich habe gedacht, so ein Großkotz, den lässt du jetzt erst mal ein bisschen zappeln. Und dann ging überhaupt nichts. Ja, er fand mich ätzend, wir haben ganz gelangweilt getanzt, ich fand ihn eigentlich auch ziemlich blöd. Und dann hat er mich nach Hause gefahren, wollte mich eigentlich abschleppen, war für ihn ja klar, hat aber dann nicht so geklappt. Und dann haben wir uns nach Wochen noch mal getroffen und dann waren wir beide zugänglicher, mussten wir jetzt nicht die Spielchen machen. 1976 heiraten die beiden. Ein Jahr später kommt Sohn Wayne auf die Welt. Das Familienglück scheint perfekt, nur mit der Karriere läuft es nicht mehr. Ich habe ihn an einem, seinem ersten Höhepunkt kennengelernt und danach ist es bergab gegangen. Indianapolis, weit von Los Angeles, brachte mir Glück. Die haben für mich Lieder geschrieben, die überhaupt nicht zu mir gepasst haben. Er sprach noch nicht gut Deutsch. Man hat ihm gesagt, wie er sein sollte. Und das war es nicht, das war nicht er. Wir sagen Ja zu der Liebe, die wir gefunden. Ja zu dem Zauber, zärtliche Stunden. Der musste irgendeinen Mist singen. Hat es aber gar nicht richtig verstanden. Gib mir selbst eine Party. Singt ein Schlagerstar. Kennen Sie ihn? Howard Carpendale. Eine einsame Party, damit könnte er auch seine Autogrammstunde meinen. Freundlichkeiten, Sentimentalitäten. Steht er zu solchen Sätzen? Man wirft oft dass die deutsche Schlagersänger vor, dass er singt primitive Sachen und so. Wir machen das, was die Publikum scheinbar wollen. Für die Fans ist er der Howie. Für die Medien der Schnulzensänger. Und ihm selbst reicht es dann. Wir waren am hässlichsten Strand in Florida. Also wie es so richtig passt, so einem richtig traurigen Strand. Und er sagte, ich gehe nicht mehr nach Deutschland zurück. Ich höre auf. Und dann habe ich dann so ein bisschen sarkastisch gesagt, was willst du denn werden? Er sagte, und wenn ich Parkwächter wäre, ist mir egal. Wo er herkam, wusste sie nicht. Carpendale will keine Schnulzen mehr und fängt an, seine Lieder selbst zu schreiben. Da kam ein Telegramm, die haben dich für die Hitbrother. Wir haben dich angemeldet und die haben dich akzeptiert. Und da habe ich geweint, da habe ich wirklich geweint. Ein Schlagername, den Sie kennen von vielen, vielen Titeln, von vielen Erfolgen. Sein neuester Titel heißt, dann nahm er seine Gitarre. Unter C, Howard Carpendale. Auftritt in der ZDF-Hitparade vor 25 Millionen Fernsehzuschauern. Er bricht alle Rekorde und verkauft bis zu 80.000 Platten pro Tag. Howard sagte mal mit irgendeinem Titel, ich weiß nicht welcher das war, deine Spuren im Sand. Wenn ich mit diesem Scheiß-Titel in die Hitparade komme, es geht ab wie eine Rakete. Da war viel Wahres dran. Und das ging wirklich ab wie eine Rakete. Deine Spuren in seine Spuren, die ich gestern noch fand. Da ging's um Leben und Tod, deine Karriere. Also, wer da eine schlechte Performance gebracht hat, das war nicht gut. Das könnte der Ende sein. Carpendale gehört nun zur Spitze der deutschen Unterhaltung. Er streckt seine Fühler nach Amerika aus. Dort hat er seinen zweiten Wohnsitz und lernt seine spätere Frau Denise kennen. 1988 wird ihr Sohn Cass geboren. Dieses Leben, das ist der reinste Wahnsinn. Wir reden lange schon nicht mehr vom Untergehen. Seine Freizeit verbringt Carpendale am liebsten auf dem Golfplatz. Es ist ein Platz, wo ich sehr gerne hinkomme. Die Leute haben sich daran gewohnt, dass ich hier bin. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich kann mich hier so benehmen, wie ich privat bin. Ich fühle mich sehr zu Hause hier. Ich bin eigentlich schon ein bisschen ein Einzelgänger und fühle mich damit ganz schön wohl. Manchmal fahre ich hier hin, ohne Golf zu spielen, steige in eine Karre und setze mich hin da irgendwo
nehme ein Loch und schaue ein bisschen auf die Bergen und denke einfach meine Zukunft durch. Manchmal gibt es eine Meisterschaft, wo ich ganz gerne mitmache. Und dann brauche ich die Zeit vorher, um runterzukommen. Also hier finde ich meine Ruhe. Und da habe ich durch diesen Sport eine Art von Demut kennengelernt, die ich, glaube ich, in keinem anderen Sport erleben könnte. Weil man ist manchmal so gut und eine Minute später so schlecht. Und es ist ein faszinierender Sportart. Aber da muss man schon topfit sein, um wirklich gut zu spielen. Meine Freunde sind wenige in der Musikbranche. Ich komme viel mehr zurecht mit Sportlern. Die Mentalität gefällt mir besser. Ich glaube, Menschen, die diese Art von Bewunderung erleben, wie ich es erlebe, sind schon sehr in der Gefahr, sich das in den Kopf steigen zu lassen. Carpendale spielt eine Runde mit seinem Freund Heiner Lauterbach. Beide sind seit Jahren Mitglied im selben Club in Beuerberg. Ja, der Tiger Woods wurde von Neid erblasst, der geht fast rein. Hey. Gut. Da will ich die Kumpels treffen. Manchmal ist Heiner dabei, manchmal anderen. Und wir zocken ein bisschen. Man spielt immer um irgendwie was. Die Quoten sind jetzt bei 1 Euro pro Punkt. Ich würde den Sinn nicht ganz verstehen, rauszugehen, 18 Loch, 4 Stunden zu spielen. Und nicht sagen können am Ende, ich habe gewonnen. Wenn man jetzt zockt und dann kriegen die schon mal Nerven, die Jungs. Und da sind wir natürlich, weil wir das gewohnt sind, sagen wir, auf einer Bühne zu stehen, zu performen und vor vielen Leuten und so, dann sind wir vielleicht ein bisschen nervenstärker. Ne? Und, obwohl ich gehe auf eine Bühne, ohne 5 Minuten drüber nachzudenken. Am ersten Abschlag hier habe ich immer so eine leichte Zitter. Ja? Ja, ja, immer noch. Ja. Carpendale will immer schon Showstar werden, wie sein Vorbild Elvis. Er fragt seinen Manager. Ich möchte so gerne nicht nur Hits singen, ich will ein Entertainer werden. Dann hat er gesagt, ich komme mal bei einer Show vorbei. Ich ging nachher in die Garderobe und er war ganz stolz und sagte, na, Herr Weidenfeld, was sagen Sie jetzt zu dem Auftritt? Habe ich gesagt, Herr Carpendale, Sie machen so ziemlich alles falsch, was man falsch machen kann. Als du rauskamst und am Mikrofon gebastelt hast, wusste ich nicht, bist du der Star des Abends oder bist du ein Elektriker, der das Mikrofon richtet? Als er mich das erste Mal auf eine Bühne sah, da habe ich vielleicht eine Handbewegung gemacht. Und dann dachte ich, nein, die ist nicht richtig. Dide sagt, du kannst machen, was du willst auf der Bühne. Aber mach es und halt es. Du kannst so eine Bewegung machen, aber bleib so. Irgendwann nach 5 Sekunden denken die Leute, der macht das absichtlich. Und dann hast du gewonnen. Ein Publikum kommt nicht in einen großen Saal, um deine Musik zu hören. Zu einer Künstlerin wie ich kommen die, weil die neugierig sind auf diesen Menschen. Kann sein, dass ich ein anderer bin, aus der damals vor mir ging. Der ist kein großer Musiker, aber hat eine unglaubliche künstlerische Intelligenz. Der hat genau auch gespürt nachher, was er singen kann, was er nicht singen kann. Er hat ein Gefühl für Timing gehabt dem Publikum gegenüber. Und er hat sich jahrzehntelang immer weiterentwickelt. Die Mädchen und die Frauen haben wirklich Rotz und Wasser geheult, gekreischt, wie bei den Beatles, wenn Howie kam. Songs mit Klasse, mit auch arrangementlich in gute Qualität. Also immer wirklich gute Qualität, die er gemacht hat. Ich fand ihn halt immer interessant, weil er diesen Akzent hat, hat eine witzige Stimme und hat eine gute Nase für die richtigen Titel. Köln am 3. Dezember 2003. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere will Carpendale plötzlich aufhören. Er gibt sein großes Abschiedskonzert. Für viele Fans stürzt eine Welt ein. Dieses letzte Konzert war der wahrscheinlich beste Konzert meines Lebens. Diese 12.000 Menschen in Lanxess Arena Köln, die waren lauter, als ich je ein Publikum gehört habe. Und die waren auch totmäusenstill, wenn es notwendig war. Es war eine unglaubliche 2,5 Stunden. Dass es schön war, oh so schön war. Ein Team, amo, ti amo, ti
Howard hat eines Tages gesagt, mehr kann ich nicht mehr erreichen, als ich jetzt erreicht habe. Und ich wollte immer an einem Höhepunkt aufhören. Man wird sagen, Carpendale hat seinen eigenen Schluss bestimmt. Und es gibt nichts Schöneres, als die Kontrolle zu haben und nicht abzuwarten, bis man einen nicht mehr will. 45 Minuten nachdem ich von der Bühne ging, standen die da, Pärchen Arm und Arm, und haben wirklich Tränen im Gesicht gehabt. Es war sehr, sehr bewegend. Er zieht in die USA, ins Millionärsparadies Admiral's Cove in Florida. Hier will er sich ein neues Leben als Geschäftsmann aufbauen. Ich habe nichts anderes seit meinem 15. Lebensjahr getan als Musik gemacht. Und ich wollte wissen, wie komme ich in eine Welt zurecht, wo es nichts mit Showbusiness zu tun hat. Es ist eine sehr vermögende Gegend, sehr schwer vermögende Menschen. Die haben vielleicht ähnlich wie ich gedacht, so jetzt verbringe ich den Rest meines Lebens in den Sonnenschein und spiele ein bisschen Börse und dann ein bisschen Golf und nachher einen Cocktail mit den Jungs. Diese ganze geschäftliche Meetings und Konferenzen und so weiter, das hat mich zu Tode gelangweilt. Mein Dad hatte auch seinen kreativen musikalischen Beruf zurückgelassen und war auf einmal in vielen Investitionen drin, die überhaupt nicht seiner Natur entsprachen. Seine Frau Claudia rief mich eines Tages an und sagte, du musst dem Howard helfen. Der ist selbstmordgefährdet drüben. Die Familie beschließt, Sohn Wayne nach Amerika zu schicken. Der findet seinen Vater in einem besorgniserregenden Zustand vor und holt ihn zurück nach Deutschland. Goodbye, America. Hello, my love. Wayne Carpendale organisiert die ärztliche und psychologische Betreuung für seinen Vater. Und dann bin ich mit einem ziemlichen Blackout rüber geflogen. Ich wusste nicht, wohin. Ich auch nicht. Und mir ging es eigentlich einigermaßen, bis ich diese Straße sah. Ich dachte eigentlich, vielleicht müsste ich mich loswerden. Das Problem war, du wusstest, du könntest weiterfahren. Ich wusste, hier irgendwo werde ich hocken. Es ist ein Ort der Ruhe. Danke dir. Ich hab geglaubt, dass ich dort. Das war mein Haus. Wayne ließ mich dann in eine luxuriöse Klinik draußen in Süddeutschland, wo ich Rotz und Wasser geheult hab. Ja, das war mein Suite. Ah, aufgeräumt. Bei mir war es nicht so aufgeräumt. Dieser Fernseher hat sich, das ist das gleiche Fernseher. Ach, du hattest sogar einen Fernseher? Ab und zu hat die funktioniert, ja. Bisschen. Viele Bücher. Hat ein gelesen. Bisschen was von einem Kloster. Eine der ersten Fragen, um festzustellen, ob du depressiv bist, ist: denkst du darüber nach, dich umzubringen? Und das habe ich ganz klar mit Ja beantwortet. Ich habe schon längst ausgemalt, wie ich mein Leben zu Ende bringe. Ich habe mit allen meinen Hobbys aufgehört. Ich habe auch aufgehört zu essen. Es hat mich nicht interessiert. Ein unglaublicher Nichtsinn, den man da fällt. Es ist unvorstellbar. Mit dieser Krankheit habe ich mich hier in diesem Raum eine Weile lang ausgesetzt und wirklich ohne Ablenkung von irgendwelchen Außeneinflüssen hier gelernt, mich zu mögen. Es ist nicht das Erfolg oder das Geld, was einem glücklich macht. Es ist das Gefühl, ich weiß, wer ich bin. Aus heiterem Himmel ist es da. Dieses Gefühl. Traurig und sonderbar. Natürlich war der Schlüsselsatz, als eine Münchner Psychologe mir gesagt hat, du musst wieder auf die Bühne gehen. Auch wenn du das heute nicht, dir nicht vorstellen kannst, du musst auf eine Bühne stehen, weil das ist, wo du zu Hause bist. Um diese Zeit ging ich immer auf die Bühne hinaus.
steckt mir noch in den Knochen, dieser herrliche Rausch. Da ist mir auch klar geworden, ich hatte kein Zuhause. Es war eine Zeit, ohne das Gefühl zu haben, hier gehöre ich hin. Da kommt nichts auf der Erde, nichts Vergleichbares ran. Ich muss es noch mal erleben. Irgendwann. Carpendale kehrt auf die Bühne zurück und die Fans danken es ihm. Doch er hat sich verändert und will nicht mehr der von früher sein. Er wechselt das gesamte Team aus, sucht sich neue Komponisten und ein neues Management. Und da hat sich mein Leben ziemlich schlagartig, sind die Türen aufgegangen. Ich merkte, ich habe doch einen neuen Weg gefunden. Heute beginnt der Rest. Das ist in einer Sekunde passiert, als ich ein neues Team begegnet bin in einem Hotel. Und dieses Team von jungen Menschen ist aufgestanden. Die haben mich applaudiert, haben gesagt, so, jetzt schreiben wir Musik für dich. Und in dieser Sekunde, alles war wieder in Ordnung. Das ist unfassbar. Das ist unsere Zeit. Er lebt heute in Bayern, in einer idyllischen Landschaft. Ich lebe nicht am See in Starnberg, aber schon in der Nähe. Und was mache ich mit meiner Zeit? Fitness, ich habe Arbeit jeden Morgen, die ich erledige. Telefonate mit meinem Management, dann gehe ich meistens nachmittags eine Runde Golf spielen. Oder ja, auch abends sind jetzt natürlich ein bisschen Netflix gebraucht oder Fernsehen gucken. Carpendale ist beruflich nicht mehr so viel unterwegs wie früher und hat viel mehr Zeit für seine Frau. Ist schon eine sehr große Liebe, was wir miteinander haben. Aber wenn man so Zeiten durchgemacht hat wie wir, umso mehr schätzt man die Zeiten, wo man noch Zeit zusammen hat. In den 90er Jahren lebt Carpendale auf zwei Kontinenten, pendelt zwischen Europa und den USA. Seine Familie sieht ihn meist nur im Urlaub. Die ersten 5 bis 7 Jahre war nicht so leicht. Wir sind mehrmals auseinandergegangen. Ich bin zurück nach Amerika, vorbei. Ich wollte nicht in Deutschland leben, weil ich kannte kein Deutsch. Und meine Familie war in Amerika und er war verheiratet. Und es war alles Kuddelmuddel. Wir waren eigentlich nie zusammen, diesen 18 Jahren. Es war auch schwer. Wir hatten einen Sohn, es war eine schwere Zeit. Es ist ein bisschen schief gelaufen. Ich war sehr auf der Leine. Er war viel am Arbeiten und ich habe eine Krankheit dadurch bekommen. Ich sage das so ungern, aber ich habe getrunken, wenn ich allein war, um mich zu beruhigen. Und natürlich diese Leben mit einem Menschen, den man sehr geliebt hat, und zu sehen, wie dieser Alkoholgift sie kaputt gemacht hat, das war nicht einfach. Ich kannte das nicht, weil ich habe vorher nie in meinem Leben getrunken. Ich wusste auch nicht, warum das so eine Anziehungskraft hätte. Es war der größte Feind, den ich je hatte. Aber wir haben gemeinsam irgendwann diese Flasche gezeigt, wir brauchen dich nicht. Nie aufgeben, ne? Man muss das verstehen, warum man das getan hat, weil es war nicht aus Spaß. Gott sei Dank ist das jetzt hinter mir und ohne Howard hatte ich das nicht geschafft. Und ich glaube, das bezeichne ich heute als mein größter menschlicher Sieg in meinem Leben, dass ich das mit ihr durchgehalten habe. Und dafür haben wir heute die schönste Zeit, die wir je hatten miteinander. Und musikalisch erfüllt er sich einen Traum. Produktion seines neuen Albums in den berühmten Londoner Abbey Road Studios mit großem Symphonieorchester.
Und die haben Arrangements gemacht, die ziemlich weit entfernt sind von der Originalversion. Die haben die Titel geändert, die haben die mal schneller gemacht, mal langsamer gemacht, was weiß ich. Die haben wirklich eine sehr farbige Platte daraus gemacht. Die Lieder sind natürlich bekannt, aber wenn man sie dann doch in ganz anderer Form noch mal vorträgt und jetzt mit Orchester, das war ja für Howard auch eine ganz tolle Sache. Wem erzählst du nach mir deine Träume? Wem erzählst du nach mir deine Träume? Ist das wirklich wahr? Sitzt du wirklich hier und hörst, wie die Royal Philharmonic Orchestra Melodien spielen, die du alter Cricket-Rugby-Spieler, die du geschrieben hast. Schon unglaublich. Berlin. Im Studioturm an der Spree trifft Carpendale Komponist André Franke und Songschreiber Joachim Horn, seine alten Weggefährten. Und trotzdem sind wir uns nicht mehr. Mein Managa ist gerade in Malaga. Das ist wieder ein schön typischer Text von ihm. Mein Malaga ist in Malaga. Gut. Ich tanze Mambo in Jumbo. Das war sein erster Text, den ich nicht gesungen habe. Das kennst du nicht mehr. Der Hammer kommt. Der Hammer kommt, der Hammer kommt. Ob von rechts oder von links. Er trifft dich voll am Dings. Horn schreibt mehr als 700 Lieder für Carpendale, vor allem seine großen Hits. Und er begleitet ihn auf Tour. Ich habe eigentlich einen idealen Partner gefunden in Joachim Horn. Wir haben uns verabredet zu komponieren. Wir sind weggefahren und haben gewusst, jetzt schreiben wir eine Woche lang. Knibbel war der Herz dieser Geschichte, das Komponieren lag ihm sehr. Astronaut, du schaust herunter auf die Erde und du siehst einen kleinen blauen Stern. Seine Hits und Evergreens haben Carpendale bekannt gemacht. Keine Länder, keine Grenzen, keine Fahnen. Am liebsten singt er in seinen Konzerten aber nachdenkliche, melancholische Lieder. Muss er so die Erde sehen? Wenn er auf der Bühne ist, hat er eine Leichtigkeit und kann mit einer Leichtigkeit das Publikum faszinieren. Wir haben sehr viele Titel so gemacht, die so eine gewisse Tiefe haben, die man eigentlich nur kriegt, wenn das Leben nicht normal ist. Und man muss das Leben leben, wo es einen hinstellt. So, und das war bei Howard auch. Also wenn ich lese heute noch, was Menschen durch diesen Text erleben, gerade in schwierigen Situationen, da macht sich das Publikum, glaube ich, überhaupt kein Bild davon, was diesen Text den Menschen bedeuten. Es ist unfassbar. Da geht es manchmal um Leben und Tod. Es ist unfassbar. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich jetzt ganz leise gehen. Ich weiß längst, es wäre besser, wenn wir zwei uns nie mehr sehen. Das ist, glaube ich, Knibbels persönlichste Geschichte. Dieser Text hat mich so berührt, weil ich wusste, wie er entstanden ist. Es ist genauso gewesen, wie es in diesem Song war. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich es tun. Doch ich kann es nicht. Wenn ich jetzt vernünftig wäre, würde ich tun, was ich nicht kann. Denn mein Sommer geht zu Ende. Deiner fängt gerade erst an. Ich habe die Zeichen viele Jahre. Du hast noch Träume im Gesicht. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich tun. Doch ich kann es nicht. Du warst. Januar 2020. Carpendale feiert sein 50. Bühnenjubiläum.
die Show meines Lebens ist erstmals die Show über mein Leben und über viele Dinge, die ich mit meinem zarten Alter auch erlebt habe in meinem Leben. Unsere Shows sind verdammt gut. Wir haben Shows entwickelt, die zumindest für den deutschen Sektor in Deutschland sehr außergewöhnlich sind. Und von Seite der Live-Shows weiß ich, warum ich so lange überlebt habe. Doch nach 4 ausverkauften Konzerten ist erstmal Schluss. Durch die Einschränkungen der Corona-Maßnahmen müssen auch die Open-Air-Shows abgesagt werden. Keiner weiß im Moment, wie alles weitergeht. Es ist eine Sache, die, wo im Moment einfach kein Ende zu sehen ist. Für mich persönlich, es tut schon weh, die Gedanke, dass vielleicht dauert es Jahre, bis ich noch mal auf einer Bühne stehe. Dass alles passiert unter einem Himmel. Carpendale hält seine Familie zusammen. Auch in Corona-Zeiten treffen sie sich so oft wie möglich. Ich glaube, eine Familie, die eine Scheidung erlebt haben, so eng zusammen zu sein, gibt's nicht oft. Da haben wir etwas geschafft, worauf wir alle stolz sein können. Jetzt gibt's erstmal Milch. Wir versuchen schon, dieses Family-Treffen mindestens einmal im Monat zu machen, wo wirklich alle zusammenkommen, ne? Die ganze Patchwork-Familie. Aber seitdem der Enkel da ist, ehrlicherweise, gibt es da keine Grenzen mehr. So ein enger, gewachsener Familienverbund. So eine Patchwork-Familie ist ja nicht ohne, ne? Ist ja ganz klar. Ist ja nicht immer nur heile Welt und super. Wir haben sehr ähnliche Werte. Und ich denke, die haben Howard und ich aufgebaut und dann weiter haben das ihr alle übernommen. Das ist ja halt Fairness, Ehrlichkeit und Loyalität. Und ein ganz wichtiger Pfeiler ist Howard. Diese sportliche Gradlinigkeit, nie hinterm Rücken reden, ja, der sagt, was er denkt. Claudia kennt mich, seit ich 23 war. Die weiß alles über mich. Das ist eine sehr ungewöhnliche Freundschaft, die wir miteinander haben. Und mit einem sehr, sehr großen Vertrauen zueinander. Und gibt es jetzt ganz vorsichtig die Tasse der Nisi? Kannst du die ganz vorsichtig der Nisi geben? Mit beiden Händen, Mats. Ich bin jetzt verheiratet mit einer Frau, Denise, die diese Beziehung zwischen Claudia und mir vollkommen versteht. Im Gegenteil, sie sagt mir manchmal, Claudia fehlt dir ein bisschen, red mal mit ihr. Er hat dann Denise gefunden, die ich auch sofort mochte. Hat die sofort in diese Familie integriert. Ich hatte damals auch eine Beziehung. Wir sind alle zu viert gleich in Urlaub gefahren. Ich lernte seine Frau mehr kennen. Ich habe mich schon in diese kleine Wayne verliebt. Und es passte doch schon alles. Es fehlte nur noch ein Kind. Und das war Cass. Und dann war alles perfekt. Das größte Glück für mich, dass ich dann jemanden kennengelernt habe, der in diese Familie hineingekommen ist und hat von ganz von Anfang verstanden, dass ich diese Familie nicht splitten möchte. Wir sind alle eine Familie. Also er hat auch im ersten Jahr irgendwann zu mir gesagt, du bist die Tochter, die ich nie hatte. Er ist wie so ein zweiter Papa für mich. Neuer Mittelpunkt der Familie, Enkel Mats, der Sohn von Annemarie und Wayne. 19. Wir kommen. Wo ist Mats? Wo ist Mats? Baba kommt. Ja, Howard ist der beste Baba, den man sich vorstellen kann. Also wirklich, macht Dönekens mit ihm, mehr als alle anderen. Der wird gepustet ins Gesicht oder gezwickt oder gezwackt hier oder mal kopfüber gehalten und solche Sachen. Der kleine Bengel ist noch nicht 2 Jahre alt und ich habe jetzt schon eine Beziehung, die ist schwer zu erklären. Eine Beziehung in einer Art, die ich, glaube ich, noch nie hatte. Hi. Hi. Ich habe einen Stuhl, wenn ich den beiden besuche, wo ich mich gerne hinsetze. Und angeblich sagt Wayne, wenn irgendjemand etwas auf diesen Stuhl stellt, dann kommt der Kleine an und schmeißt alles runter und sagt, Baba, hier sitzt Baba. Und das finde ich gut. Klingt ein bisschen mafioso, aber es gefällt mir. Es war jetzt nicht so zu erwarten, dass er so eine Liebe zum Opa sein, das hört er nicht gern, aber so eine Liebe neu entdecken würde. Das, wenn alles hilft, solltest du bei mir sein. Großer Auftritt als Stargast beim Schlagerboom in der ARD. Und ich bin hier allein.
Howard Carpendell hat natürlich eine unglaubliche Ausstrahlung, eine gewisse Aura. Auch ein bisschen Magie, wenn er dann auf die Bühne kommt. Dann weiß man, jetzt passiert etwas Besonderes. Die Leute schauen ihn mit großen Augen an, sie bejubeln ihn, sie sind aber auch einfach fasziniert. Wir hatten die Idee, den Titel Nachts, wenn alles schläft, den gerade jungen Zuschauern beim Schlagerboom noch mal ganz neu nahe zu bringen. Also da sind ja ganz, ganz viele Menschen im Publikum, die Howard nicht kannten vorher, sondern die jetzt mit ihm diesen Weg gehen und wahrscheinlich gar nicht wissen, dass Nachts, wenn alles schläft, auch 40 Jahre zuvor schon ein Hit war. Er schafft es, mehrere Generationen gleichermaßen zu begeistern. Der Erfolg, den wir da haben jeden Abend, ist unglaublich. Das ist für mich sehr, sehr schön, weil andere Kollegen, die da auftreten, sind Künstler von heute. Und dann komme ich. Wir laden ihn heute in die Shows nicht ein, weil er vor 50 Jahren ein Star war. Wir laden ihn als Superstar von heute ein. Also das letzte Mal, als ich bei Florian Silbereisen war, sind wir auf Nummer 1 gesprungen am nächsten Tag. Letztes Jahr beim Schlagerboom hat er das Lied gesungen, Nachts, wenn alles schläft. Und ich kannte das tatsächlich nicht. Ich fand das Lied so geil, dass ich eine Woche davon Ohrwurm hatte. Ich bin fast verrückt geworden, weil ich gedacht habe, dieses Lied hat mich morgens geweckt und ist mit mir abends ins Bett gegangen. Ich glaube, das macht einen Hit aus. Seit Wochen nur müde und neben der Spur. Und es ist jeden Abend dieselbe Tour. Dann hörte ich sie singen und da dachte ich, Moment, das hat die von mir geklaut. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Sie hat mein Nachts, wenn alles schläft gehört und hat diese Nummer so schön gefunden. Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Wegen dir liege ich jetzt noch wach. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf. Ich finde, dass er über die ganzen Jahre, die er das schon macht, jedes Jahrzehnt mindestens 2, 3 Superhits rausgehauen hat. Und das muss man ja auch erstmal schaffen. Wenn der Vorhang gleich fällt, dann schließe ich meine Augen. Schau noch einmal zurück, lass den Film noch mal laufen. Der letzte Lied in der Show ist eine Dankeschön an 50 Jahre. Diese Menschen haben mein Leben mitgestaltet, mitkomponiert. Das ist der Grund, warum ich heute noch singe, weil es mir unglaublich Spaß macht. Und dann schaue ich nach unten und sage, das ist deine Berufung. Jetzt geht die Show meines Lebens vorbei. War es für euch auch ein schöner Abend? Howie ist Howie. Der ist einfach. Er ist eine Institution, eine Ikone. Er hat seine Spuren hinterlassen. Mehr kann eigentlich einer in seinem Genre nicht verlangen. Weil er einfach ein Denkmal ist in Deutschland. Ich kann viele, viele Menschen für 3 Stunden eine sehr, sehr schöne Zeit geben. Und das ist schon ein Geschenk, die ich so lange ausüben möchte, wie es geht. Diese Sprache kann jede verstehen, egal wo er lebt. Vielleicht gibt es eine Pille, wo ich noch 20 Jahre singen kann. Tief in meinem Herzen lebt es weiter, unsere Zeit. Bleiben Sie dran. Howard Carpendale, Kerstin Ott und Ramon Rosselli sind unsere Schlagerstars des Jahres. Das SWR 4 Festival 2020. Jetzt. Und jetzt kommt ein Mann, der ist kein Star des Jahres, sondern das ist ein Star, würde ich mal sagen, der letzten über 5 Jahrzehnte. Denn so lange ist er schon auf der Bühne und prägt den deutschen Schlager.
so, so schön mit. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass er da ist heute Abend, um ihn für sein Lebenswerk auszuzeichnen. Howard Carpendale, es ist mir eine Ehre. Hallo, guten Abend. Danke. Howard, wie hört sich das an für Sie, ein Lebenswerk? Was ist ein Lebenswerk? Ich bin noch nicht fertig. Danke, das reicht schon als Antwort eigentlich. Nein, das ist schon ein großer Ehre und ich habe mich sehr darüber gefreut, als ich das gehört habe. Ja, ich fühle mich sehr glücklich, dass ich 50 Jahre in diesem Beruf, inzwischen sind es 53, hier in Deutschland tätig sein kann. Und dass ich nach Deutschland gekommen bin, das war schon ein bisschen Zufall, aber ich glaube, dass von der Mentalität hier und die Tatsache, dass ich in Südafrika schon Afrikaans gelernt habe, dass ich dadurch ein bisschen Vorteil hatte, Deutsch zu lernen. Ich habe es noch nicht richtig drauf, aber es wird immer besser. Und nein, ich glaube, ich habe genau das richtige Land ausgesucht und möchte es sogar weitergehen und sage, wenn ich sehe, was in unserer Welt im Moment los ist, kann ich mir kein Land vorstellen, wo ich lieber wäre als in Deutschland. Obwohl es ja eigentlich losging in England mit Obladi, Oblada, das war so 68, glaube ich, so der erste große Durchbruch. Da gab es noch was davor, was ich übersehen habe. Nein, ich war 2 Jahre in England, nicht ganz sicher, ob ich als Profisportler tätig sein wollte oder als Musiker. Aber ich müsste ziemlich schnell feststellen, es gab bessere Sportler und deswegen... Aber es gab wenig bessere Sänger offenbar. Eigentlich, wenn ich jetzt, aber ich will nicht so lange ausholen, singen ist so eine Sache. Es geht um ein Gesamtpaket. Es gibt 5000 Menschen in Deutschland, die besser singen als ich, aber ich kann einen Text ganz gut verkaufen. So, dann schauen wir mal. Es gibt nämlich ganz, ganz viele Sänger noch und Sängerinnen, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die möchten Ihnen auch gratulieren zu dieser gläsernen 4 für das Lebenswerk. Das SWR 4 Baden-Württemberg Festival. Ja, Howard Carpendale ist natürlich so ein Riesenidol, wo man dann irgendwie, wo wir so als junger Künstler, auch bevor wir überhaupt Musik gemacht haben, schon raufgeschaut haben. Und dann war irgendwann so der Moment, wo wir tatsächlich auf der gleichen Bühne mit ihm stehen durften. Und dann kommt dazu, dass dieser Mann auch noch total nett ist. Ja, Howard Carpendale, großartiger Künstler, der über Jahrzehnte hinweg immer ganz oben gewesen ist und das bis heute ist und natürlich mega Hits hat und wunderschöne Lieder. Ich bin Howard Carpendale. Ich freue mich richtig, dass ich geehrt werde. Das ist richtig ganz toll in so eine Richtung. Nein, Howard, uns verbindet viel, riesengroße Vergangenheit. Als ich in der ersten Hitparade war, war Howard Carpendale einer meiner großen Idole und der war da mit in der Sendung und ich kenne uns ewig lange und hatte alles verdient. Ein wunderbarer Kollege und sehr, sehr erfolgreich über viele, viele Jahrzehnte. Ich wusste aber immer schon, dass Howard Carpendale kommt, wenn nämlich die Damen aus der Kantine und also die da wirklich auch arbeiten, wenn die nämlich sich besonders schick gemacht hatten und wenn die schon vor der Studiotür standen, dann wusste ich schon und Blumen in der Hand hatten, da kommt Howard Carpendale. Also er ist schon so ein, ich weiß nicht, ob er ein Frauenversteher ist, aber zumindest hat er immer so getan, als ob. Ich habe damals eine Sendung, eine Samstagabendshow moderiert im DDR-Fernsehen, die hieß Glück muss man haben. Und da waren wir ganz stolz darauf, dass wir Howie zu Gast hatten. Das war überhaupt ganz besonders, Weststars dann eben irgendwie bei sich zu haben. Und aber dann auch festzustellen, dass diese Menschen genauso Künstlerkollegen sind wie auch wir im Osten. Man glaubt das gar nicht, weil er wirkt so ruhig, aber hat einen unheimlichen Humor und ist ein wirklich grandioser Sänger und er macht fantastische Bühnenshows und er hat Hit auf Hit gehabt. Das tut gut, oder? Wenn man das hört, wenn man das... Es tut sehr gut. Ich habe, Bernhard Brink hat meinen Akzent nachgemacht, da habe ich kein Wort verstanden. Aber dass die menschlich nette Sachen sagen, das freut mich umso mehr. Das ist das Wichtigste, auch hinter der Bühne, dass man einfach Mensch bleibt, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir wollten eigentlich, oder ich hatte vorgeschlagen, wir vergolden einfach diese 4 für das Lebenswerk von Howard Carpendale. Es ist aber eben nun mal unsere gläserne 4. Und ich muss sagen, wir haben einen guten Riecher gehabt, dass wir jetzt erst für das Lebenswerk um die Ecke kommen. Weil es gab ja den Rücktritt von Ihnen 2003, dann 2004 der Echo für das Lebenswerk. Wir haben gewusst, schon damals, da kommt noch was. Ich nicht. Nein. Nein, da war ich noch lange nicht sicher, aber ich bin froh, dass ich mich umentschieden habe, weil es war ein Versuch, ich hatte das Gefühl, dass ein Mensch in sein Leben
auch mal was anderes erleben muss. Und ich habe natürlich in Deutschland, kannte man mich auf der Straße und so weiter. Und ich wollte einfach in ein fremdes Land sehen, wie das ist, ein ganz anderes Leben zu führen. Und da habe ich nach 4, 5 Jahren gemerkt, dass mir fehlt die Bühne wie sonst was. Und habe dann bei Herr Kerner gesagt, ich möchte wieder. Und da war die Resonanz schon sehr schön. Dann muss ich jetzt zu einem Part kommen, der hat uns Kopfzerbrechen ein bisschen in der Redaktion bereitet. Wir sind Tage und Nächte dran gesessen, weil wir mussten irgendwie versuchen, diese über 5 Jahrzehnte, ich sag mal so in plus minus 2 Minuten zu packen, damit wir einen kleinen Rückblick haben auf diese große Karriere, auf das Lebenswerk, und ich hoffe, uns ist das irgendwie gelungen. Das SWR 4 Baden-Württemberg Festival. Seit über 50 Jahren versorgt er uns schon mit seinen Hits. Amo. Mit Songs wie Ti Amo, Hello Again und Tür an Tür mit Alice hat er generationsübergreifende Schlagerhymnen geschaffen. Howie kennt hierzulande doch wirklich jeder, auch wenn er selbst diesen Kosenamen nicht so gerne hört. 25 Millionen verkaufte Tonträger und zahllose Hits sprechen für sich und ihn. Selbst nach Abschiedstour und anschließendem Comeback hat er noch lange nicht genug und veröffentlicht seine größten Hits nochmal in ganz neuem Gewand. Zusammen mit dem Royal Philharmonic Orchestra. Das ist seine Symphonie des Lebens. Eine hoffentlich noch unvollendete. Deshalb geht der SWR 4 Baden-Württemberg Durchstarter 2020 mit der Auszeichnung für sein musikalisches Lebenswerk an Howard Carpendale. Schön gemacht, danke. Und die Symphonie des Lebens, die CD Teil 2, kommt jetzt dieser Tage raus. Und das ist auch nochmal eine ganz neue Richtung, einfach mit Orchester nochmal was noch nie da gewesen ist. Letztes Jahr Teil 1, jetzt Teil 2. Wir wollten eigentlich die Musiker vom Royal Philharmonic Orchestra einladen hier, aber es war ein bisschen zu eng in Sachen Corona. Ja, deswegen, nee, die hätten auf der Bühne nicht gepasst. Das hätte nicht gepasst. Aber Howard Carpendale passt drauf. Vielen Dank für diesen Abend. Und Mikrofon einfach hier lassen und die 4 mitnehmen und dann einfach den Abend genießen und das schöne Ambiente genießen hier bei SWR 4 Baden-Württemberg. Howard Carpendale, unser Star des Jahres, beziehungsweise der Star der 5 Jahrzehnte für sein Lebenswerk, haben wir ihn ausgezeichnet hier bei unserem SWR 4 Baden-Württemberg Festival. Ein Jahr lang war ich ohne dich. Ich brauchte diese Zeit für mich. Kann sein, dass ich ein anderer bin, als der damals vor mir ging. Ich gehe die Straße lang wie immer. Da brennt doch Licht in deinem Zimmer. Ich weiß, du wirst mich nicht viel fragen. Wie damals werde ich einfach sagen, hello again. Oh, ich sag einfach hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen, dort wo alles begann. Oh, hello again. Dort am Fluss, wo die Bäume stehen, will ich dir in die Augen sehen, ob ich da bleiben kann. Ich sag mal hello again. Jetzt hat dir hier. Noch ein paar Stufen bis zur Tür. Ich spür ein wenig Angst in mir. Wie kann ich nur so sicher sein? Vielleicht lebst du nicht mehr allein. Ich würde gern für immer bleiben. Das kann ich nicht allein entscheiden. Vielleicht wird uns doch viel verbinden. Vielleicht musst du jetzt zu mir finden. Hello again. Oh, ich sag einfach hello again.
Bäume stehen, will ich dir in die Augen sehen, ob ich da bleiben kann. Oh, hello again. Ich sag einfach hello again. Du, ich möchte dich heute noch sehen, dort, wo alles begann. Wo die Bäume stehen, will ich dir in die Augen sehen, ob ich da bleiben kann. Dankeschön. Ist das ein schönes Gefühl, wieder auf einer Bühne zu stehen? Ne? Fast vergessen, wie es geht. Es gibt viele Leute, die fragen, sag mal, wie macht man das 50 Jahre in dieser Branche? Ich kann euch nur sagen, für mein Gefühl, indem man, dieser alte Satz, man bleibt sich immer treu, ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass man sich gerade in der Kunst- oder in der Musikbranche entwickeln muss, und deswegen habe ich versucht über die Jahre, dass meine Musik, es fing an mit Obladi und Schöne Mädchen von Seite 1, ich glaube, wir haben sehr viel Umwege gemacht bis zu diesem Album von heute, und ich behaupte immer, also hier ist zum Beispiel ein Titel, die werdet ihr nicht gleich erkennen, aber ich glaube, ihr kennt die. Here we go. Schöne Blues. Amor, du sagtest die Amor, das heißt ich lieb dich so. Was ist geblieben von deinem Ich lieb von hundertmal die Amor, sagtest du das nur so, weil es dazu gehört. Worte sind billig, sind manchmal so billig, man redet sich selber ein. Alles das muss so sein, hast das auch du getan. Sinnliche Spiele und falsche Gefühle, und nun willst du wieder ein neues Ziel finden. Willst dich nicht mehr an mich binden. Stehst da gepackt, ist dein Koffer. Was gewesen ist gewesen. Ti amo, ti amo, ti amo. War nur Begleit, Musik für Sommer. Mir kam nicht in Frage, und ich hab geglaubt, dass mit uns geht so weiter. Jetzt bin ich leider gescheitert, aber ich kann nicht bestreiten, dass es schön war und so schön war es okay. Den Weg, du hast ihn selbst gewählt, wenn dich hier nichts mehr hält. Ich werde leben, auch ohne dich leben, und werden die Tage für mich noch so schwer sein, werden die Nächte auch leer sein. Irgendwann werde ich vergessen, dass es schön war, was so schön war. Mit.
klingt wie 10.000 Menschen. Ti amo, 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 ti amo. Schön, danke. Also Sie sehen, diesen Titel haben wir ein klein bisschen umarrangiert. Und ja, ich habe vorher erzählt, wir versuchen die Titel manchmal ein bisschen zu ändern. Und die Schallplattenfirma hat bei diesem neuen Album mir gesagt, die hätten sehr gerne das schöne Mädchen von Seite 1 auf dieser neuen Album. Ja. Mein Problem war, ich habe diese Titel immer, da habe ich mir ein bisschen schwer getan, weil dieser Text ist so hochintellektuell. Also ich will nicht dies, ich will nicht das, will keine Uhr, kein Open Glass, so schick mir nicht Gardinen und keine Nähmaschine. Also es ist ein Text, wo ich sehr schwer tun muss, da hinein zu versetzen. wir haben dieses Lied auch, und das mache ich nicht seit dieser Platte, sondern vor etwa 5-6 Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich würde ganz gerne, Schöne Mädchen war eigentlich der Grund, warum meine Karriere richtig anfing. Und wir haben dieses Lied, wollte ich gerne im Konzert spielen, aber ich fand immer, man muss einen Weg finden, die Nummer auch ein bisschen zu modernisieren oder zumindest zu zeigen, dass ich das singe mit einem Augenzwinker. Und wir haben dann folgende Version drauf gemacht. Die ist nicht so, wie die jetzt klingt auf der Platte, sondern die ganzen Geige und so weiter, ist es schon ganz was anderes. Aber hier ist das Schöne Mädchen, wie wir das auf die neue Platte singen. Off we go. Das schöne Mädchen von Seite 1, das will ich haben. Und weiter keins vom Katalog aus dem Versandhaus möchte ich das Mädchen von Seite 1. Ich will nicht dies, ich will nicht das. Will keine Uhr, kein Open Glass. Yeah. Come on, man. Ha, when I think about the girl from page 1, yeah. All I want to do is have some fun. Divinity in motion, that's her style. I could tell her for a while. She's that funky chick that I want. I provided with some secrets that turn me on. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. On a schöne Mädchen von Seite 1. Das will ich haben. Und weiter keins vom Katalog aus dem Versandhaus. Wichtig das Mädchen von Seite 1. Sie ist so sweet, sie ist so kess. Nun schickt sie mir heute per Express. Okay. Oh, baby. So many girls, but she's still the one. I mean, I've been around the world, but she's never been gone. Been on my mind since the very first day. Yeah, that girl from the very first page. Some call her Alice, some call her Jane. All I know is that she keeps hey, me saying, hey. Von Seite 1, das will ich haben. Und weiter keins vom Katalog aus dem Versandhaus. Wichtig das Mädchen von Seite 1. Beatbox. Seite 1. Oh yeah.
Okay, dann habe ich einen Titel noch im Gepäck, die wir sonst nicht gespielt hätten heute Abend, aber die machte mir sehr viel Spaß. Ein alter Titel von einer Gruppe namens Smokey, die hörte ich zum ersten Mal, als ich auf der Autobahn war. Und da wusste ich, das wird ein großer Hit, deswegen haben wir die auch in Deutsch gemacht. Ein Freund schrieb an mit leisem Ton, sagte er, du weißt wohl schon, du weißt wohl schon von Alice. Und ich eilte zum Fenster und schaute hinaus. Ein Möbelwagen stand vor dem Haus. Ich glaubte, dass ich nicht richtig sah, denn auch Alice war da. Oh, ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen kann. Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit lebe ich Tür an Tür mit Alice. Fast jeden Tag traf ich sie im Flur. Ich küsste jedes Mal, doch sie lächelte nur. Es ist schwer, ich leg nicht mehr Tür an Tür mit alles. Warum ich vor, wie es ihr fand, dabei trennte mich nur eine Wand. Oh, eine Wand trennte mich von Alice. Und warum habe ich ihr nie eine Frage gestellt und ihr nie gesagt, wie sehr sie mir fehlt? Ich sah das Lächeln auf ihrem Gesicht und tat ich es nicht. Oh, ich weiß nicht, wo sie hingeht oder es liegen kann. Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit nehme ich Tür an Tür mit alles. Fast jeden Tag traf ich sie im Flur. Ich grüßte jedes Mal, doch sie lächelte nur. Es ist schwer, es steht nicht mehr Tür an Tür mit alles. Up we go. Oh, ich weiß nicht, wo sie hingeht, woran es liegen kann. Sie hat wohl ihre Gründe und es geht mich auch nichts an. Doch seit ewiger Zeit lebe ich Tür an Tür mit alles. Fast jeden Tag traf ich sie im Flur. Ich küsste jedes Mal, doch sie lächelte nur. Es ist schwer, ich steh nicht mehr Tür an Tür mit alles. Oh, es ist schwer, ich steh nicht mehr Tür an Tür mit alles. Alice, who the fuck is that? Thank you. Howard Carpendale, was für eine Karriere, was für ein toller Sänger, charmanter Entertainer und einfach ein klasse Typ. Howard Carpendale, ausgezeichnet mit der Gläsernen 4 für sein Lebenswerk hier bei SWR 4 Baden-Württemberg. Bei den Durchstartern des Jahres 2020, unser Star des Jahres, das war heute Abend Kerstin Ott. Auch nochmal einen Riesenapplaus für unseren Star des Abends. Auch für sie gab's die Gläserne 4 und natürlich unser Newcomer des Jahres, Ramon Roselli. Auch er ein Durchstarter des Jahres von SWR 4 Baden-Württemberg, hier beim SWR 4 Baden-Württemberg Festival. Schön, dass Sie alle da waren, auch unter diesen erschwerten Corona-Bedingungen, dass Sie mit uns ein bisschen Party gemacht haben, dass Sie diese Preisverleihung mit uns gefeiert haben. Und wir wollen Sie in diese Nacht schicken mit einer kleinen Überraschung, mit einem ganz besonderen Titel. Hallo nochmal alle zusammen. Seit Wochen nur müde und neben der Spur. Und es ist jeden Abend dieselbe Tour. Ich kriege meinen Kopf nicht mehr stumm. Ich hätte nie gedacht, dass das bei mir mal so ist. Doch irgendwie häng ich total an dir fest. Und es geht jeden Abend wieder von vorn. Seid ihr noch da? Wegen dir schlafe ich keine Nacht. Wegen dir liege ich jetzt noch wach.
krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Schlafe ich keine Nacht, hab seit Tagen an nichts anderes gedacht und krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Hab keine Minute, die du mir noch lässt, irgendwie häng ich total an dir fest. Jeder stille Moment gehört dir. Wegen dir schlafe ich keine Nacht, hab seit Tagen nichts anderes gedacht und krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach. Wegen dir schlafe ich keine Nacht, hab seit Tagen nichts anderes gedacht. Ich krieg dich nicht aus dem Kopf, egal was ich mach.